Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eigentlich sollte heute ein ganz anderes Video kommen, zum Beispiel die Review zur Brixton. Oder endlich mal wieder ein Video zum Bulli. Ich habe nämlich mit Malte ein bisschen was gebastelt. Allerdings kam dann alles doch ein bisschen anders diese Woche. Und zwar war das so. Kennt ihr das? Alles läuft irgendwie super, jedes Zahnrad greift ins andere und selbst das kleinste Puzzleteil, das euch so über den Weg läuft oder das ihr irgendwo findet, passt wie von Wunderhand genau da rein, wo ihr es haben wollt. So ging es mir die letzten Wochen. Alles war irgendwie ideal und eins dieser Puzzleteile ist mir jedes Jahr ganz besonders wichtig. Und dieses ganz besondere Puzzleteil ist, dass ich jedes Jahr im Spätsommer oder Herbst mit meinen Jungs auf der Ostsee für eine Woche segeln gehe. Auf dem Wasser fühle ich mich immer super lebendig. Für mich das pure Freiheitsgefühl. Abenteuer und Erholung zugleich. Dabei ist es auch ganz egal, ob blauer Himmel oder Sturm. Es ist einfach schön, im Team unterwegs zu sein und gemeinsam die Welt zu entdecken. Man muss blind aufeinander vertrauen, man muss im Team arbeiten. Und das sind einfach Erfahrungen, die man sonst vielleicht im Leben nicht so macht. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes, was ich sehr zu schätzen weiß. Vor allem, weil es Freunde sind, die ich zum Teil auch nur einmal im Jahr sehe, eben auf diesem Trip. Gestern wäre der erste Segeltag gewesen. Aber dann kam alles ganz anders. Ja, wo fange ich an? Anfang der Woche habe ich mit Malte an meinem Bus weitergebaut. Das war auch total spaßig und das Video kommt bald hier auf dem Kanal. Deswegen solltet ihr natürlich auch diesen Kanal abonnieren, um das nicht zu verpassen. Nach getaner Arbeit sind wir dann müde ins Bett gefallen. Nur ich bin irgendwann mitten in der Nacht wieder wach geworden, weil mein Bauch geschmerzt hat. Ich habe mir dann Tee gemacht, habe versucht weiter zu schlafen, aber das hat alles nichts geholfen, sodass wir dann in die Notaufnahme gefahren sind. Dort habe ich erstmal Schmerzmittel bekommen. Es gab auch eine Diagnose. Die Details erspare ich euch jetzt hier mal. Und ich wurde wieder nach Hause geschickt. Die Schmerzen wurden allerdings nicht besser, sondern eher schlimmer. Deswegen sind wir wieder in die Notaufnahme gefahren. Dort konnte ich dann kaum noch laufen und habe direkt Morphium und andere Schmerzmittel bekommen, sodass ich ruhig gestellt war und man mich in Ruhe untersuchen konnte. Es wurden mehrere Ultraschalls gemacht, mehrere Ärzte wurden zu Rate gezogen, aber so richtig wurde man sich nicht einig, was denn jetzt das Problem ist. Irgendwann fiel der Verdacht auf Nierenkolik. Da die Provinzklinik hier in Otterndorf allerdings keine eigene Urologieabteilung hat, wurde ich verlegt nach Cuxhaven, ein Ort, an dem ich vorher auch noch nie war. Aber immerhin kenne ich jetzt das Krankenhaus. Dort angekommen, musste ich auch erstmal wieder sehr lange warten, bis überhaupt irgendwas passiert ist. Es wurde wieder ein Ultraschall gemacht und ich wurde schlussendlich auf Station verlegt, um über Nacht dort zu bleiben und am nächsten Tag ein CT zu machen. Die Nacht verlief soweit ganz okay. Ich wurde auf der Station gut aufgenommen. Die Schwestern waren nett. Es gab sogar noch was zu essen und am nächsten Tag wurde dann irgendwann das CT gemacht, nachdem ich wieder viel gewartet habe. Aber ich glaube, das gehört im Krankenhaus irgendwie dazu. Die Aufnahmen des CTs wurden dann auch dem Urologen zugespielt, der sich die angeschaut hat und im Laufe des Tages bei mir im Zimmer vorbeikam. Nur um mir zu sagen, dass kein urologisches Problem vorliegt. Also keine Nierensteine, keine Nierenkolik. Super, gute Nachricht. Die Schmerzen waren aber immer noch da und somit gingen alle Alarmglocken an. Es wurde mittlerweile zum dritten Mal ein Chirurg zu Rate gezogen, der nochmal den Bauch abtastete und schlussendlich die finale Diagnose stellte: Blinddarm. Die erste Frage des Chirurgen war dann, wann haben Sie zuletzt gegessen? Das war dann vor circa 4 Stunden. Das hieß, in 2 Stunden sollte ich operiert werden, da eigentlich keine Zeit mehr zu verlieren war. Am Ende hat alles doch noch ein bisschen länger gedauert, aber das Wichtigste ist, die OP lief reibungslos und der Blinddarm war der Übeltäter. So gut. Nach 2 Stunden Narkose bin ich dann irgendwie wieder aufgewacht, war noch ziemlich dösig und wurde zurück auf Station geschoben. Was hat das alles jetzt aber miteinander zu tun? Während all der Zeit, der Ungewissheit, der Warterei in der Notaufnahme, aber auch nach der OP, habe ich die Hoffnung und den Glauben daran, am Ende der Woche auf das Boot zu steigen und mit den Jungs die dänische Südsee zu entdecken, nicht aufgegeben. Bis ich kurz vor der Entlassung nochmal mit dem Arzt gesprochen habe.
Um wirklich kein Risiko einzugehen, habe ich ihn direkt gefragt, ob ich aufs Boot gehen kann. Seine Antwort war nein. Traurigkeit ist eine Emotion und eine Reaktion auf ein Ereignis wie eine Enttäuschung oder ein Verlust. Sie ist wichtig für den Verarbeitungsprozess. Ich sage es euch ganz ehrlich, sobald ich dran denke, bin ich wieder traurig und ich muss immer noch irgendwie versuchen, das zu verarbeiten, dass ich dieses Jahr nicht mitsegeln kann. Das nimmt mich irgendwie echt ganz schön mit. Und ja, ich weiß, ich bin froh, dass ich gesund bin und bin da auch sehr, sehr dankbar für. Und ich weiß auch, dass es sehr viel schlimmere Probleme auf der Welt gibt. Aber am Ende ist es ja so, die Relativierung eines Problems löst ja das Problem nicht. Positiv und optimistisch zu sein, fällt mir in der Regel nicht schwer, aber diesmal irgendwie schon. Und ich weiß noch nicht so genau, wie ich das einordnen soll. Am Ende glaube ich aber trotzdem an den Leitsatz, den ich irgendwo mal aufgeschnappt habe. The good comes with the bad. Was genau jetzt allerdings das Gute an dieser Situation sein soll, weiß ich auch noch nicht. Aber ich denke, das wird sich zeigen. Vielleicht, dass der Kollege da hinter der Kamera Faxen macht. Irgendwas Gutes wird diese Situation schon mit sich bringen. Vielleicht kann ich in dieser Zeit ja jetzt jonglieren lernen, in der ich nicht segeln gehen kann. So richtig Sport darf ich ja nicht machen. Und so anstrengend sollte das ja nicht sein. Vielleicht mache ich auch ein Video drüber. Wie auch immer, ich habe noch einen Traum. Und zwar möchte ich dieses Jahr noch die 1000 Abonnenten knacken. Und dabei kannst du mir helfen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und dir auch meine anderen Videos gefallen und du in Zukunft keine mehr verpassen möchtest, dann kannst du hier kostenfrei diesen Kanal abonnieren. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.